Der frühe Max ist einfach dieser Instagram-Kommentare an Frauenschreiber. Diese Instagram-DM an Frauen. Hi, du. Das Original der junge Max. Original. Heilige Sch. Und hier, guck mal, hier sah der Funk noch engagiert aus, fröhlich, offen, voller Energie. Ja, das wirkt inzwischen auch anders. Inzwischen eher so ein bisschen leer, eingefallen, demotiviert und zynisch. So, ja, aber hier damals noch in voller Blüte, auch noch im alten Gaming-Zimmer. Ich glaube, jetzt zieht er ja auch wieder um in ein neues Studio mit dem neuen Rechner. Ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Lesen wir nun ein Jahr vorher. Das Tagebuch, ein Jahr davor. Meine Schrift, mein Schnups. Wir haben den 29.04.2007. Um genau zu sein, wartet, ein Jahr, bevor wir dieses Tagebuch hier mit den eben gerade noch vorgelesenen letzten Worten abgeschlossen haben. 27.04. war der letzte Eintrag hier drin. 29.04. genau ein Jahr und zwei Tage vorher. 29.04.2007, Sonntag. So, hier sitze ich also wieder, halte einen Stift in meiner Hand und überlege jetzt schon, ob dieses Tagebuch, was es eigentlich gar nicht ist, länger überleben wird als die anderen. Nein. Tagebücher dieser und anderer Art liegen bei mir irgendwie überall rum. Ich habe immer mal wieder angefangen, weil ich quasi meine Gedanken irgendwie Gassi führen wollte. Ich weiß nicht warum, mit der Musik, Persona-Musik glaube ich und so. Und es wirkt alles gerade ein bisschen weihnachtlich so, ne? Als würde gleich der Onkel anfangen, aus dem Buch vorzulesen. Und wir sitzen hier quasi um den Weihnachtsbaum herum, haben uns schon die Bäuchlein mit Keksen vollgeschlagen. I wish. Hab mich auch mal ein bisschen bequemer hingepflanzt jetzt. Und jetzt kommen wir ganz, ganz easy, geht's jetzt hier rein. Aber irgendwie habe ich dann immer noch relativ nach kurzer Zeit aufgehört zu schreiben. Das ist, glaube ich, die Phase, wo meine Tagebücher gut klangen. Mhm. Aber da dies hier eh kein richtiges Tagebuch werden soll, hoffe ich einfach mal, dass dies hier länger überleben wird als die alten, quasi gestorbenen Tagebücher. Oh, gestorben. So, also, der Grund, warum ich das hier überhaupt schreibe, ist, dass ich endlich mal wenigstens für mich die ganze Wahrheit habe. Und eventuell auch für den oder diejenige, die diesen Text findet. Was ist passiert? Was? Was ist denn passiert? Das Bernsteinzimmer habe ich gefunden, oder wie? Die ganze Wahrheit? Also, es ist so gesehen ein Lügenwahrheitstagebuch. Was? Klingt irgendwie ganz gut. Okay. Nicht wirklich. Ein Lügenwahrheitstagebuch. Mal gucken, was passiert. So, bevor aber alles anfängt, stelle ich mich erst einmal gebührend vor. Ja, voll der Schriftsteller einfach. Voll der Spiegel-Bestseller. Nun, meine Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich erst einmal gebührend vorstellen. So, mit so einem Monokel im Auge. Im Tagebuch, das schreibt er in sein eigenes Tagebuch. Er stellt sich in seinem Tagebuch vor sich selbst. Ja, Main Character, auf jeden Fall der Main Character. Okay, warte. So, bevor aber alles anfängt, stelle ich mich erst einmal gebührend vor. Ja, bitte. Was? Wer sind Sie? Ich bin davon ausgegangen, dass irgendjemand diesen Text findet, anscheinend. Mein Name ist Max, vollständigerweise Maximilian Alexander Clausen. Ich wurde am 17.09.1985 geboren. Ich glaube, es war ein Dienstag, aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin 21 und ich werde in 4 Monaten und 18 Tagen 22. Hat er wirklich die Tage gezählt bis dahin, bis er 22 wird? Oder hat er das einfach nur vorher noch durchgerechnet? Ich bin 1,79 groß, ich wiege zurzeit im Durchschnitt 71 Kilogramm und probiere krampfhaft Muskeln aufzubauen, damit ich mit meinem das hat sehr gut geklappt. Körper vollends zufrieden sein kann. Oh, ich war schlank. Wow. Meine Haarfarbe ist eine Mischung aus hellbraun und dunkelblond. Deine was? Entschuldigung, ich unterbreche zu oft. Entschuldigung, ich war nur ganz kurz, hat mich kurz irritiert. Ich denke halt an den modernen, nicht an den alten Funk. So. Obwohl ich auch manchmal ganz blonde Haare habe, liegt wohl an der Jahreszeit. Ich habe dunkelbraune Augen und von Geburt an eine Hornhautverkrümmung. Meine Sehkraft nimmt also mit steigendem Alter rapide ab und zurzeit habe ich auf dem linken Auge minus 4,25 Dioptrien und auf dem rechten Auge minus 4,0 Dioptrien. Klasse. Ich erzähle immer allen Leuten, dass ich damit praktisch schon als halb blind gelte, weil ich immer sage, dass man mit 8 Dioptrien als blind gilt, wobei ich aber das überhaupt nicht weiß. Ich sage es halt einfach immer.
Das tue ich auch jetzt noch. Ja, das stimmt. Ich bin... Aber was? Das ist... Ja, das sage ich auch jetzt noch. Oh, das war vielleicht eine dieser Lügen, die ich mir selber eingeredet habe. Das ist also das Lügenwahrheits... Ah, das Lügenwahrheitsbuch. Weil ich immer sage, dass man mit 8 Dioptrien als blind gilt, wobei ich das überhaupt nicht weiß. Ich sage es halt einfach immer. Auch egal, erstmal weiter im Text. Meine Haare trage ich zurzeit kurz. Will heißen, dass ich sie immer, ich sie immer auf 1,5 mm runterschneide. Beweisstück A. Ich schneide mir die Haare... Oh Gott, ist ja schrecklich langweilig. Ich schneide mir die Haare selbst über der Badewanne mit einem 10 Euro teurem Haarschneider, weil ich für einen Friseur kein Geld habe. Ich wohne in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, im Prenzlauer Berg, ein Bezirk in Berlin. Ein einschläfernder Bericht. Seit einem Jahr wohne ich allein in einer... Das hört sich gerade an wie so ein Intro zu Bauer sucht Frau, ne? Mit der Musik und die ganzen Vorstellungen. Ja, an meinem linken Fuß habe ich ein Hühnerauge, das ich mir gerne einmal ausschäle, weil es jeden Tag wieder ausschlägt. Hört sich ein bisschen so an, ne? Also, und sehr detailliert aber auch. Er stellt sich sehr... Heutzutage... Wenn du dich irgendwo vorstellst, auf so einer Single-Plattform, Tinder, was weiß ich, will f***en wer auch. So, das so die, ne, so. Aber das ist schon, wow. Also hat sich auch Zeit gelassen. Ich mag das tatsächlich, diese ganzen Details. Einraumwohnung in der Schweterstraße. Zeig Füße. Die Miete meiner Wohnung beträgt im Augenblick 206 Euro. Dalli. Wow. Schön. Was für die 37 Quadratmeter, in denen ich lebe, sehr billig ist. Seit mittlerweile einem Jahr mache ich eine Ausbildung zum Theater- und Bühnenschauspieler auf der privaten Berliner Schule für Schauspiel. Die Ausbildung kostet im Monat 470 Euro und wird pro Semester immer teurer. Abzüglich meiner Miete habe ich im Monat durchschnittlich 20 Euro. Ja, okay. Abzüglich meiner Miete habe ich im Monat durchschnittlich 20 Euro oder so. Die Ausbildung an sich gefällt mir, nur weiß ich nicht so recht, ob ich wirklich auf die Bühne gehöre, weil mein Theaterwissen quasi gleich null ist. Ja, das war's immer schon. Genau, weil mein Theaterwissen ja quasi gleich null ist. Ich meine, mir gefällt das Spielen wirklich, nur habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nicht wirklich auf die Schauspielschule gehöre. Aber dazu später auch mehr. Ja, bitte. Ich trage mit Vorliebe schwarz oder schwarz-weiße Sachen. Ich trage entweder schwarz-weiße Chucks oder meine schwarzen Springerstiefel. Oh, oh, das ist lange her. Oh, das ist lange her. Lange, lange ist es her, ja. Ja, bitte, bitte. Ich trage entweder schwarz-weiße Chucks oder meine schwarzen Springerstiefel, je nachdem, ob ich gerade durch das Tragen der Chucks Schweißfüße habe oder nicht. Der Vergangenheits-Max, ne? Ich meine, so war ehrlich, der hatte so ein paar Traits, die waren nicht so gut. Die waren nicht nett. Ich würde sagen, Vergangenheits-Max, von dem, was wir bisher gehört haben, war sehr oft, ich sag mal, opportunistisch und sehr oft egoistisch. Also Hand aufs Herz. Und ich frage mich aber trotzdem, ob dieser Vergangenheits-Max, der damals gedacht hat, so, ich weiß, ob ich an die Schauspielschule gehöre, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie klappt und ne, und ich habe keine 10 Euro für einen Friseur, ich habe nur 20 Euro übrig, ob der sich hätte jemals träumen lassen, dass er irgendwann da sitzt, in seinem Kämmerchen noch dazu, mit seiner Lieblings-Pop-Memorabilia und einfach Tausenden von Leuten diese Sachen vorliest. Die ihm auch noch zuhören, die das interessiert und im Grunde genommen die auch seinen Lebensunterhalt komplett finanzieren, sodass er sehr, sehr gut leben kann mit Friseur, mit allem drum und dran. Und dass er dann einmal im Jahr bei einem Event teilnimmt, wo mit Freunden, mit sehr vielen Freunden, mit sehr viel Spaß, wo dann einfach zusammen 1 Million Euro für gute Zwecke gesammelt wird. Ja gut, Friseur braucht er jetzt nicht mehr. Friseur ist jetzt, glaube ich, einfach noch meh, würde ich sagen. Ich schwitze. Oh, das ist ehrlich. Was soll das denn? Ehrliche Worte. Das ist gleich wie Vergangenheits-Erik. Das sind halt Sachen, an denen sich noch nichts verändert. Ich schwitze generell sehr schnell und viel. Ich kann nicht 5 Minuten laufen, ohne zu schwitzen. Bis vor knapp 5 Monaten habe ich zudem auch noch relativ stark gerochen, wenn ich geschwitzt habe. Das sind zu viele Informationen. Das ist okay. Schreibt das nicht in euer Dating-Profil. Das sind Sachen, die schreibt ihr nicht in euer Dating-Profil. Ihr versucht euch von eurer guten Seite zu zeigen. Auch Fehler zugeben, ne, auch Fehler zugeben, auch sagen so hier das, ne, also irgendwelche negativen Sachen ist immer, ne, Ehrlichkeit kommt immer gut. Manche Sachen kann man aber später erst hinzufügen zu der Suppe. Ja, erstmal versuchen so ein bisschen, das ist die gute Seite. Ach so. Ich stinke, wenn ich schwitze. Oh, okay, warte.
schwitze generell sehr schnell und viel. Ich kann nicht 5 Minuten laufen, ohne zu schwitzen. Bis vor knapp 5 Monaten habe ich zudem auch noch relativ stark gerochen, wenn ich geschwitzt habe. Das ist lange her zum Glück. Ich vertrage auch nicht unbedingt hohe Temperaturen. Ja, will das heißen, dass ich im Sommer ab Temperaturen von 31 Grad ziemlich schnell denke, wie verdammt heiß es doch ist und dass ich verbrenne und wie man solche Temperaturen überhaupt aushalten kann. Dann schwitze ich auch immer verdammt schnell, was mir mehr oder weniger unangenehm ist, wodurch ich noch mehr schwitze, weil man sich dann verkrampft, wenn man denkt, oh ja, nein, nicht schwitzen, und dann... nichtsdestotrotz liebe ich aber mittlerweile doch den Sommer, denn irgendwie gefällt mir die Wärme doch mehr als die Kälte. Was? Hä? Nein. Hä? Also mittlerweile hat sich das auch schon wieder stark geändert. Nein. Nein. Ich bevorzuge Kälte vor Wärme. Oder vor Hitze. Sagen wir es lieber so rum. Ich bevorzuge Kälte vor Hitze. Wärme, völlig cool. Wie bisher... Moment. Ja, fang nochmal an. Nichtsdestotrotz liebe ich aber mittlerweile doch den Sommer, denn irgendwie gefällt mir die Wärme doch mehr als die Kälte, die ich bisher immer lieben werde. Denn ich war der Meinung, dass ich ein absolutes Winterkind wäre. Ich bin früher im Winter auch oft mit dem T-Shirt und ohne Jacke rumgelaufen. Kenn ich. Ich bin dann zwar auch oft krank gewesen, aber das habe ich irgendwie immer in Kauf genommen, weil mir einfach nie irgendwelche Pullover standen, fand ich. Ja, Pullover standen mir damals niemals zurecht. Das stimmt wohl. Doch auch das ist ein Thema, was später behandelt wird. Ich glaube nicht, aber naja. Ich beende den Akt des Schreibens jetzt auch erst einmal, weil ich baden gehe. Ich beende den Akt des Schreibens. Bisher stand noch wenig Informatives drin. Normale Leute, so, ich höre mal auf zu schreiben. Funk, ich beende den Akt des Schreibens und sag, er gehört nicht auf die Bühne, weißt du? Und weil meine Hand ein wenig wehtut. Ich habe einfach zu lange nichts mehr per Hand geschrieben. Ich sollte es wohl öfter wieder tun. 3 Tage später. Moment, 3 Tage? Nein, einen Tag später. Entgegen all meinen Erwartungen bin ich gestern doch noch tanzen gegangen. Es ist ein Tagebuch! Jetzt geht's wieder los. Es ist doch ein Tagebuch. Entgegen all meinen Erwartungen bin ich gestern doch noch tanzen gegangen. Ja! Annika, meine beste Freundin, die ich noch aus Realschulzeiten von vor 4 Jahren kenne, hat mich direkt, nachdem ich aus der Badewanne gestiegen bin, angerufen und mich gefragt, ob ich mit ihr und Romy tanzen gehen würde. Anni und Romy! Romy. Ich habe keine Ahnung, wer Romy ist. Romy. Romy Schneider. Die ist Romilana. Ja, mit der habe ich damals immer eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt. Gott, haben wir geglüht bis in die Morgenstunden. Romy. Tanzen gehen würde. Ich sagte sofort ja, weil ich Annika seit fast 3 Monaten nicht mehr gesehen hatte. Aber das war auch eher durch meine Schlampigkeit geschehen, weil ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe. A little bit of Annika in my life, a little bit of Romy is what I need. Es geht wieder weiter. Und Verabredungen mit ihr nicht eingehalten habe. Das war ein immer wiederkehrendes Problem bei mir. Das war nicht nur bei Annika so, aber dieses sich nicht melden können und oder wollen oder einfach vergessen. Und dieses... Ja, einfach nicht an den anderen denken, an eine Person, die selber ein freundschaftliches Interesse oder einfach nur ein neutrales Interesse zu dir hat und das auch gerne pflegen würde, habe ich nicht verfolgt, mich darum... Hand aufs Herz, lass mich erstmal ausreden, das hat der Funk heute auch noch, gerne mal, wenn, gut, ich rufe jetzt nicht regelmäßig an, also wir telefonieren jetzt nicht so, lalala, wie geht's dir, das machen wir halt gar nicht. Das hat er auch heute noch und ich habe das auch. Ich habe genau das Gleiche. Und das Ding ist, man muss das akzeptieren. Ich versuche das immer irgendwie zu übergehen, also zu hinzukriegen. Es funktioniert auch, ja, aber phasenweise kann es auch vorkommen, dass man in diesen Trade zurückfällt. Wenn man das weiß, kann man sehr gut damit arbeiten. Man muss es aber wissen und vor allen Dingen um Gottes Willen nicht persönlich nehmen. Wenn ich Empfang schreibe und ich weiß, der antwortet mir wieder ein paar Tage nicht, Tobi hat das auch ganz stark. Der Tobi hat das ganz stark. Und wenn man das weiß, ist das völlig okay. Bei manchen Fragen, die so zeitdränglich sind, da ist es dann schwieriger. Aber da kriegst der Funk zum Beispiel immer hin, der Tobi meistens auch und ich hoffe, ich auch. Aber wenn man das zum Beispiel weiß, dann kann man damit sehr viel besser umgehen. Ich kann sowas zum Beispiel gar nicht leiden, verstehe ich gut, ja, aber wie gesagt, auf gar keinen Fall persönlich nehmen, das hat nichts mit dir zu tun, überhaupt nichts. Und das meint auch niemand böse bei dir oder so, oder sonst irgendwas. Obwohl, kann natürlich sein, wenn du sehr aufdringlich... Bei mir ist es so, wenn jemand zum Beispiel immer sehr aufdringlich ist, dann gehe ich erstmal ein bisschen auf Abstand, weil ich mag das nicht. Das ist so eine Sache, da reagiere ich einfach ein bisschen allergisch.
So ein bisschen so, und das Schlimme ist aber, je mehr ich so allergisch reagiere, dann bei solchen Personen ist es dann oft so, dass sie dann noch aufdringlicher werden. Ja, und dann irgendwann hört es auf. Und dann melde ich mich aber auch nicht mehr. Weil ich will das Aufdringliche nicht mehr. Ich kann damit nicht umgehen. Ja, nun. Um zu kümmern, was sehr, sehr schade ist. Ich habe sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viele Freundschaften dadurch verloren. Einige Leute, die mir böse waren, aber die es mir noch verzeihen konnten, die habe ich heute noch und dafür danke ich auch. Und andere Leute, die jetzt noch zum Teil darunter leiden müssen. Ich konnte das auch nie leiden, habe es persönlich genommen, aber irgendwann habe ich mich auch dahin entwickelt. Kann auch ein bisschen sein, dass es Volkskrankheit geworden ist, so diese Anxiousness, ne? Wie heißt das nochmal? Aber ich glaube, das ist inzwischen sehr weiter verbreitet. Also, und auch gerade bei Leuten, die viel im Internet sind, also ich vermute mal gerade auf Leute, die auf Twitch gucken oft, sind vielleicht eher davon betroffen als Leute, die gar nicht im Internet sind. Genau, Anxiety, genau, Social Anxiety, genau. Ich glaube, hier findet man mehr dieser Leute, als man jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Kneipe finden würde. Wie ist das? Machst du das bei allen Menschen, also beispielsweise auch bei Paaren oder nur bei Leuten, die Familie sind? Bei Paaren kann ich das nicht beantworten, weil wir sind jeden Tag zusammen. Es gibt keinen einzigen Tag, an dem wir getrennt wären. Also es ist, da zieht das Beispiel nicht. Warte, ich gehe mal zurück. Warte. Verloren. Einige Leute, die mir böse waren, aber die es mir noch verzeihen konnten, die habe ich heute noch und dafür danke ich auch. Und andere Leute, die jetzt noch zum Teil darunter leiden müssen, ich winke mal eben meinen Moderatoren rüber. Aber es verbessert sich. Zum Glück ist es nicht mehr so schlimm wie damals. Ich winke meinen Moderatoren auch mal rüber. Hey! Wir haben immer sehr viele Gespräche im Mod-Chat. Social Anxiety ist das eine, das andere sind die sozialen Berufe, arbeite ebenfalls in dem Bereich und dann kommst du nach Hause, bist geistig einfach durch. Das ist in keinster Weise böse, wenn man sich dann mal nicht meldet. Ja gut, das stimmt. Ich habe bei mir zum Beispiel, wenn wir am Dienstag die Calls haben, dann habe ich um die 12 Stunden nonstop nur Gespräche mit Informationen. Nonstop, bam, 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 bam. Und am Ende des Tages bin ich einfach mein Kopf ist einfach am Käsen und ich bin so nicht overpowered, sondern ich bin ausgelaugt halt einfach komplett. Ich kann dann einfach, ich will dann nicht mehr reden, ich will dann nichts mehr machen. Nichts mehr wissen, nichts mehr. Ich will einfach nur noch abschalten. So, weil das halt einfach so komprimiert, so viel Informationen, alle in den Kopf rein. Genau, man möchte einfach nur in die Leere starren. Genau. Da bin ich halt immer so, ja, immer sehr durch. Moderatoren rüber. Aber es verbessert sich. Zum Glück ist es nicht mehr so schlimm wie damals. Also damals war es wirklich sehr schlimm. Da halbes Jahr lang nicht melden war für mich in Ordnung. Doch dennoch hat mich Annika, wie gesagt, angerufen, weil wir trotz alledem verdammt gute Freunde sind. Sie war eine derjenigen, die nicht Verständnis dafür hatten, aber die mich trotzdem mochten. Ich habe also mein Vorhaben, an diesem Tagebuch weiterzuschreiben, gestern erst einmal beiseite gelegt und bin gleich zu Annika gegangen. Es gab ja eine Party zu feiern. Wohlbemerkt, ein Jahr vor dem, was wir auf der anderen Tagebuchseite gehört hatten. Noch vor einer Stunde ungefähr. Also, um es einfach mit den Worten von Seed zu sagen. Ich finde sowas unhöflich. Selbst wenn ich keinen Bock auf Chatten habe, habe ich wenigstens den Anstand zu schreiben, ich kann gerade nicht, will gerade nicht. Du hast den Anstand zu schreiben, ich will gerade nicht? Finde ich schlimmer, als wenn ich sage, ich antworte. Als wenn ich später antworte. Ich will gerade nicht, hört sich weird an. Und das andere hat auch nichts mit Anstand zu tun. Also ich weiß nicht, wo du deine Informationen hernimmst. Das Problem ist einfach, wenn du irgendwo antwortest, aus der Erfahrung heraus, es gibt viele Leute, die hören nicht, was du sagst. Die sehen nur, du bist da und fangen dann an zu schreiben. Das zieht einfach noch mehr hinter sich nach. Noch mehr Text. Egal, wo du antwortest, es zieht noch mehr Text hinter sich nach. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und bei mir, ich weiß, wie es bei euch ist, bei mir, also hier trudeln jeden Tag, ich würde sagen, Hunderte, wenn nicht oft auch Tausende von Nachrichten ein. Und also Mail, Discord, alles zusammengerechnet. Alles, was es so gibt, zusammengerechnet, das ist schon nicht wenig. Da antworte ich nicht auf alles. Das mache ich nicht. Dann kann ich nichts anderes mehr machen. Also wenn das bei dir, ne, wenn du darauf antwortest, ist das dein Ding. Viel Erfolg damit. Es scheint noch übersichtlich zu sein. Ich habe das früher auch noch gemacht. Ich erinnere mich noch, da habe ich noch Trillium benutzt. Da habe ich das früher auch noch gemacht. Aber aus der Erfahrung heraus funktioniert es leider nicht so. Meine Gedanken sind besessen von Sex. War damals so. Was? Meine Gedanken sind besessen von Sex. Kann ich das Button haben, bitte? War damals so. Aber anscheinend habe ich hier probiert, irgendwie was Deepes niederzuschreiben, warum auch immer. Aber, ja.
Auf dem Weg dahin bin ich... Genau, und bin gleich zu Annika. Ist nicht anständig, bei Kollegen nicht zu antworten. Ja, aber guck mal, wenn du in der Klasse nur 20 Leute hast, ja, und von denen hast du nur 3 Freunde, denen kannst du halt locker antworten. Das geht vielleicht in der 4. Klasse Begonienstraße. Ja, da geht das vielleicht. Aber ab irgendeinem Punkt hört es auch auf. So, wir können uns natürlich auch drüber streiten einfach. Und ihr könnt natürlich auch weiter anfangen, mich zu beleidigen, Fang zu beleidigen, Tobi zu beleidigen. Könnt ihr natürlich gerne weiterhin machen. So, ist euer gutes Recht. Aber vielleicht können wir auch das Video gucken. Genau, und es kommt drauf an, wer was geschrieben hat. Das stimmt. Wenn mich auch jemand einfach random anschreibt und sagt, hier, das, dann kannst du auch, dann darfst du auch nicht mit Antwort rechnen. Das geht einfach nicht. Und ich lasse mir auch nicht die Pistole auf die Brust setzen von Leuten, die eine Antwort erzwingen wollen für irgendwas. Mache ich auch nicht. Auch da habe ich schon sehr viel Erfahrung und ernsthaft, ist gar nicht so lange, das letzte Mal ist erst ein paar Tage her. Wenn man so schreibt, als müsste ich antworten, weil ich ansonsten für irgendwelche Dinge verantwortlich bin, mit denen ich aber nichts zu tun habe. Ich kann das nicht besser umschreiben. Aber ich mag das überhaupt nicht. Da reagiere ich ganz allergisch drauf, weil ich da auch natürlich in den letzten 12 Jahren sehr viele Erfahrungen mitgemacht habe. Meistens bei Leuten, die irgendwas wollen. Nun. Gegangen. Auf dem Weg dahin bin ich noch, obwohl ich es mir eigentlich nicht leisten kann, zur Sparkasse gefahren, um Geld abzuheben. Wir wissen nun auch so langsam, wie es dazu kam, dass ich dann an meiner Schau... Ich mal ganz kurz ein bisschen zurück, ich war ein bisschen raus. Warte mal. So. Deepes niederzuschreiben. Emotionale Erpressung, immer. Genau. Auf dem Weg dahin bin ich... Genau, und bin gleich zu Annika gegangen. Auf dem Weg dahin bin ich noch, obwohl ich es mir eigentlich nicht leisten kann, zur Sparkasse gefahren, um Geld abzuheben. Wir wissen nun auch so langsam, wie es dazu kam, dass ich dann an meiner Schauspielschule, in dem anderen Buch gelesen, die... Geldprobleme hatte und die Schulden angesammelt hatte. Weil ich es mir eigentlich nicht leisten konnte und es dennoch getan habe. Ja, mittlerweile, oh gut, mit Geld kann ich mittlerweile zum Glück gut umgehen. Ich steige gerade aus der Straßenbahn aus, der ich eine... Was? Ich steige gerade aus der Straßenbahn aus, der ich eine Station vorher noch wie ein Irrer hinterhergerannt bin und überquere die Kastanienallee, um zur Sparkasse zu gehen. Da ruft auf einmal hinter mir eine männliche Stimme, dass der Typ mit dem schwarz-weiß gestreiften Shirt und der Umhängetasche mal eben stehen bleiben soll. Das war ich. Hä? 3.5. Was? Habe ich hier was rausgerissen? Moment. Na nü? Aber was war 3.5. Tja, da habe ich am Montag einfach aufgehört zu schreiben. Ah, okay. Es geht weiter, hoffentlich. Warum, das weiß ich nicht mal so genau. Ich schätze aber, dass ich zur Walpurgisnacht rausgegangen bin. Aber ich schreibe einfach mal da weiter, wo ich aufgehört habe. Also, da drehe ich mich dann zu der Stimme um, die mich gerufen hatte. Und ich dachte erst, dass es irgendwelche halbstarken Jugendlichen wären. Doch es war Sebastian S. Ich will seinen Nachnamen nicht nennen. Sebastian S. Sebastian. Ein Junge, den ich noch aus meiner Gymnasialzeit kannte. Oh. Es stellte sich heraus, dass Sebastian mich am Anfang gar nicht erkannte und mir eigentlich nur hinterhergerufen hatte, weil er schwul ist und mich vom Aussehen her lecker fand. Dieser alte Funk ist ja der Wahnsinn. Aha. Ich kann euch mal zeigen, wie ich damals rumgelaufen bin. Die Bilder kennen auch oha. Schon einige. Moment. Oha, oha. Aber so hat mich damals dieser Sebastian... getroffen und angesprochen, glaube ich. Das muss in der Zeit irgendwie gewesen sein. Die Umhängetasche, schwarz-weißes Shirt. Das sieht aus wie jemand. Also entweder der frühe Captain Picard, entweder das, oder das sieht aus wie jemand, über den dann später in den Nachrichten heißt, er war so ein ruhiger Mensch, er war nie auffällig. Er ist nie auffällig geworden, er war immer ein netter Nachbar. Oder? Wo dann, Leute aus dem Keller befreit werden. Entschuldigung. Ja, immer nett zu Tieren, ja. Ich bin ehrlich, ich find den modernen Funk, also den neuen Funk, also rein objektiv gesehen, ja,
finde ich einen modernen, neuen Funk attraktiver als hier den Kollegen da oben. Weiß ich nicht. Er sieht eigentlich eher aus, als hätte er ein Buch geschrieben, wie man Menschenfleisch richtig zubereitet. Wäre eher so. Ich finde den modernen Funk, irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich mag den späten Funk lieber. Subjektiv. Nein, ich meinte rein objektiv. Immer objektiv. Und Le Schlanky Maxi. Gott hat sich viel getan. Guckt euch dieses. Oh, da ist noch der Glanz in den Augen, was dieser Junge alles mal erreichen will. Und da ist auch Staub in den Augen vor allen Dingen. Was dieser junge Mann mal alles erreichen will. Da ist noch. Ah, Zimba, das ist Logitech der damals. Lebensfunke sprüht. Schöner Funke. Ach ja. Lang ist es. Das ist das hier da. Schrecklich. Viel Nach einem kurzen und uninteressanten Gespräch habe ich mich dann auch von ihm verabschiedet. Aber es war zumindest so interessant, dass ich es niedergeschrieben habe für mein Ego. So, nach diesem kurzen und uninteressanten Gespräch habe ich mich dann auch von ihm verabschiedet, bin Geld holen gegangen, habe 2 Flaschen Wein für 8 Euro gekauft und bin zu Annika gegangen. 2 Flaschen Wein für 8 Euro? Das muss richtig gute Brause gewesen sein. Was kann das denn gewesen sein? Waren das 2 Pappkartons? So ein richtig billiger Schlampuswein. So ein total versüßter Rotwein ganz bestimmt. Oder nein! Liebfrauenmilch. Es kann nur Liebfrauenmilch gewesen sein, ja. Ja, ich habe 2 Flaschen Liebfrauenmilch gekauft und bin zu Annika gegangen. Rechenaufgabe. Kinder, Stifte raus. Funk hat 20 Euro abgeholt und hat jetzt, wie viel hat er ausgegeben? 8 Euro hat er ausgegeben, ne, für den Wein. Wie viel hat er jetzt noch für den Tanzabend übrig? Ich würde sagen, werden die beiden nach 2 Weinen noch tanzen gehen? Hat Max überhaupt vor, tanzen zu gehen nach 2 Flaschen Liebfrauenmilch? Fiel mir erstmal um den Hals und hat mich für eine Minute auch nicht mehr losgelassen. Oh, lag zum einen daran, dass wir uns ja ewig nicht mehr gesehen hatten, aber zum anderen auch daran, dass sich Annis Freund André von ihr getrennt hatte. Und deswegen war sie einfach noch ein wenig angeschlagen. Oh nein, sie ist verletzlich. Oh, das kommt aber sehr ungelegen für den jungen Max. Oh, das ist ärgerlich. Mit 2 Flaschen Wein wird er das bestimmt nicht ausnutzen. Nein, das wäre nicht nett. Oh oh. Ich habe dann sogar mal uneigennützig, also das sage ich jetzt nur so, weil wir ansonsten nur Negativbeispiele hatten, wo ich nur egozentrisch gehandelt habe, aber es klingt danach, als wenn ich hier mal uneigennützig zu Anni gegangen bin, damit es Anni besser geht. Klingt gut. Ihre Freundin Romy war auch da und nachdem wir die 2 Flaschen getrunken hatten, sind wir auch schon losgegangen. Ach, Romy war auch im Dunkerclub in der Dunkerstraße, direkt neben meinem alten Gymnasium, den Heinrich-Schliemann-Gymnasium. War Anni seine beste Freundin oder war Anni die beste Freundin? Ich habe das jetzt wieder nicht mehr im Kopf. Verdammt, sind zu viele Informationen. Okay, ja, dann ist okay, dann ist auch okay. Dann ist auch völlig okay. Dann nehme ich das zurück, was ich vorher gesagt habe. Immer noch. Ach so, immer noch. Gut, dann nehme ich das zurück. Das wusste ich nicht. Diese Information ist mir wieder entfleucht. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Unseren Spaß zu haben. Oh, und da Anni in fast jeden, Moment, und da Anni in fast jeden Gruftischuppen in Berlin bekannt ist wie sonst was, bekamen wir den Wodka-Cola auch für einiges weniger Geld, als es sonst üblich gewesen wäre. Selbstverständlich nutzten wir das auch aus und dementsprechend waren wir auch gut betrunken nach kurzer Zeit. Irgendwann fingen wir dann auch an, Schabernack zu treiben. Okay, die Geschichte geht merkwürdig weiter. Wir lesen vorsichtig mit Bedacht weiter. Selbstverständlich nutzten wir das auch aus und dementsprechend waren wir auch gut betrunken nach kurzer Zeit. Irgendwann fingen wir dann auch an, Schabernack zu treiben, wie beispielsweise, weil sich Annika mit ihrem Drink ein wenig bekleckert hatte, von ihren Brüsten bis zu ihren Nacken hochzulecken. Das ist aber ein harmloser Schabernack. Harmloser kleiner Spaß. Wer macht das? Also nicht? Romy und ich gleichzeitig bei Anni. Erzähl mir. Warum? Ich will Positives. Das war jetzt nicht negativ. Anni war wieder sauber. Also Romy und ich gleichzeitig bei Anni. Es war halt keine Dusche da. Let's read porn. Weißt du, deswegen gibt's keine Fanfictions über mich.
Ich hab das alles selber schon. Das ist doch alles. Jetzt halt die Klammer, erzähl weiter. Pass auf keine Kuhhaut. Und dann kam eins zum anderen und irgendwann habe ich mich mit Romy tierisch rumgebissen. Wer ist Romy? Mit Romy Schneider. Ich bin immer noch der Meinung, es muss Romy Schneider gewesen sein. Die gute alte Wuchtbrumme. Dann nach circa einer Stunde oder so sind wir dann auch alle drei gegangen. Ich habe die Mädchen noch nach Hause gebracht und habe eigentlich gedacht und gehofft, dass ich noch das Vergnügen haben würde, mit Anni und Romy einen Dreier zu haben. Was? Doch letzten Endes hat Anni, Romy und mir im Hausflur ein Kondom zugeworfen und ist die Treppe hochgegangen. Okay. Okay. Das ist... Ist das gut oder schlecht? Also im Grunde, es ist irgendwie so, wow. Na, fair enough, ja, ist auf jeden Fall, das ist, es ist irgendwie, ja, das ist schon, ja, ist irgendwie, Eins, sie kennt ihn. Romy und ich blieben noch im Hausflur und haben ein wenig rumgemacht. Wir haben aber nicht miteinander geschlafen. Das wollte Romy nicht, weil sie, wie sie selber so oder so ähnlich gesagt hat, dass sie eine Landpomeranze wäre und man das auf dem Dorf in Leipzig, wo sie herkommt, nicht macht. Und sie auch. Entschuldigung. Leipzig ist keine Dorf. Eine schöne Begründung, aber aus dem Dorf Leipzig. Ja, man kennt es. Landpomeranze ist ein herrliches Wort, die Landpomeranze. Klingt sympathisch, der Max, nicht wahr? Und dass man das aus dem Dorf Leipzig, wo sie herkommt, nicht macht und sie auch von sich aus nicht so drauf ist, mit Freunden zu schlafen. Mit Fremden zu schlafen. Mhm. Ich hatte dafür Verständnis, weil Romy auch an und für sich nicht hübsch war. Ich muss ganz kurz mein Buch wiederholen. Ein klassischer Max. Ich alter Charmeur. Ich Schlüpferstürmer. Ich rein da und raus da und mach. Der frühe Max ist einfach dieser Instagram-Kommentare an Frauenschreiber. Diese Instagram-DM an Frauen. Hi, du. Das Original der junge Max. Original. Heilige Sch. Banometer. Ich hatte da nichts dagegen, die war ja auch hässlich. Entschuldig bitte. Ja. Uff. So viel dazu. Mensch. Oh, ich finde es aber gut, dass ich hier mal nicht so egoistisch und mal uneigennützig was gemacht habe. Die war hässlich wie die Nacht, da stecke ich nicht rein. Oh Mann, ey. Oh. Oh, machen wir weiter. Gruß geht raus an Romy. Ich hatte dafür Verständnis. Hm. Ja, ich verstehe dich, du Medusa. Der war unerwartet schlimm. Ich hatte dafür Verständnis, weil Romy auch an und für sich nicht so hübsch war. Also sie war schon süß, aber dennoch voll nicht mein Typ, den ich anmachen oder geil finden würde. Dafür durfte ich sie küssen, was ich auch an manchen Tagen besser als Sex finde. Ja, zudem hat sie auch noch verdammt gut geküsst. Jetzt kommen wieder die Einzelheiten. Ihre Brüste, die ich auf 75 oder 80 C schätzen würde, sag mal, ist der mit mir nicht korrekt gewesen, durfte ich auch anfassen und küssen und so. Potzblitz. Also alles in allem war es ein recht gelungener Abend. Meine Gedanken waren besessen von Sex. Hey, ich bin dann ohne weitere Zwischenfälle nach Hause gegangen. Und dort auch alleine eingeschlafen. Alleine. Einen Tag später. Was mit Gunani? Am 30.04.2007. 10 Jahre. Über 10 Jahre quasi. War Walpurgisnacht. Ich habe den halben Tag über wirklich nichts gemacht, außer zu Hause rumzugammeln und Computer zu spielen. Leider. Gegen 18 Uhr bin ich dann rausgegangen. Ich wollte in den Mauerpark, weil ich dachte, dass da Leute von mir wären. Auf dem Weg zum Mauerpark traf ich Arthur. Oh, einen Jungen, den ich weiß nicht woher, kenne, aber auf jeden Fall kenne ich ihn schon sehr lange. Das ist das Merkwürdige. Es gibt so Menschen in meinem Leben, die treffe ich jedes Jahr an den unterschiedlichsten Orten, leider nur in Berlin, aber immer wieder. Arthur gehört dazu. Mhm. Und wir wissen nicht, woher wir uns kennen. Wir wissen nur, wir kennen uns.
von irgendwoher, sehr lange schon, und treffen uns jedes Jahr unbeabsichtigt auf einer Party, auf einem Geburtstag, in der Bahn. Und dann immer, Arthur, oh, Max, schön, total toll. Also, das ist aber auch die einzige Person, wo das leider so ist, aber das ist stark. Arthur, wenn du das hörst, haben wir uns jetzt getroffen, ne? Den ich weiß nicht, wo ich ihn kenne, aber auf jeden Fall kenne ich ihn schon sehr lange. Ich würde mal so 4 oder 5 Jahre sagen.